Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute haben wir einen ganz interessanten Vers für 21. April und den Vers finden wir in Lukas 6, 40 und es heißt hier, ein jeder Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Diese Worte hatte Jesus gesagt seinen 12 Jüngern, wo er sie ausgesandt hat. Und hat ihnen Macht gegeben, Krankheiten zu heilen, böse Geister auszutreiben und viel Gutes zu tun. Und nun sind die unterwegs und er sagt ihnen, aber ihr könnt nicht mehr geben, als ihr selber sind. Das heißt, wenn jemand also von einem Lehrer gelernt hat, er kann nur so viel weitergeben, was er gelernt hat. Das geht auch uns alle an, auch euch Kinder. Wenn ich so denke, wenn einer nicht in der Schule gut lernt, er kann nicht jemand anders erklären, wie er besser lernen soll. Er muss vor selber gut werden. Dann kann er auch einem anderen was zeigen oder sagen, so und so mache ich es. Oder wenn jemand selber nicht etwas kann im Leben, ist noch nicht ein Kind Gottes geworden und ist nicht selber glaubt nicht an Jesus, kann er nicht einem anderen erklären, wie er soll es tun. Es sind so verschiedene Bereiche und deswegen ist es gut, selber erreichen etwas und dann auch dem anderen helfen, es auch ausleben. Und da ist auch so ein wichtiges Beispiel bei Jesus. Er erzählt dieses Gleichnis. Einer hat im Auge einen Splitter und der andere hat im Auge einen Balken. Balken, das ist so was Großes im Auge. Und ein Splitter ist so ein Spreu irgendwo vom Wind, also in das Auge reingekommen und es quält dich auch, du willst es rauszunehmen. Und du quälst dich selber, machst also mit Wasser irgendwie, kriegst endlich den Splitter vielleicht raus oder bist noch dabei. Und da kommt jemand zu dir und in seinem Auge ist ein richtiger Balke und er sagt, komm, ich helfe dir, deinen Splitter rauszunehmen. Und Jesus sagt, nein, so geht's nicht, geh. Ziehe vor den Balken aus dem Augen, aus deinem Augen und dann geh und helf dem anderen den Splitter aus dem Augen raus tun. So ist es. Von anderer Seite ist es gut, wenn man jemand Ratschläge gibt. Und ihr alle kennt Ratschläge geben. Ich sehe an meinen Enkelkindern, wie sie so mit dem Handy umgehen. Und der eine sagt dem anderen, so kannst du es machen, so, weil er es weiß. Und wenn er weiß, da kann er schnell jemand auch helfen, auch mit seinem Handy oder mit Spielen, was auch immer, was da ist, besser umzugehen. Wenn er aber nicht weiß und versucht, dem anderen zu erklären, das und das musst du machen, und selber kann er das noch nicht, das ist dann nicht gut. So ist auch im geistlichen Leben. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann verstehen wir es. Oder manchmal auch nicht. Wenn wir es nicht verstehen, müssen wir es nochmal lesen, müssen Kommentare dazu lesen, müssen fragen, die ältere Leute, oder die sich auskennen. Und wenn wir es wissen, so geht es, dann kann ich auch einem anderen helfen. Es ist sehr wichtig und deswegen möchte ich auch jedem zurufen, dass wir, bevor wir anderen belehren, es selber auch in seinem eigenen Leben ausleben. Jedes geistliche Versagen in meinem Leben verschließt meine Lippen auf dem betreffenden Gebiet. Also wenn ich selber es nicht kann, dann soll ich nicht jemand anders belehren, sonst werden die Leute uns nicht glauben. Wenn wir aber das, was wir können, weitersagen, dann ist es auch wichtig. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen gesagt, wer an Jesus glaubt, der weiß, dass er hat das ewige Leben. Wenn man diesen Vers nur im Kopf hat, dann ist es also ein Wissen. Wenn es ins Herz geht, wenn man sagt, der Weg vom Kopf bis zum Herz ist manchmal die längste Strecke. Und wenn ich das weiß, dann kann ich jemand sagen, weißt du was, glaub an Jesus Christus. Er ist geboren, er ist gestorben, auch für mich. Und er kann auch dein Leben neu gestalten. Er kann dein Leben verändern. Ja, wie soll ich glauben? Ja, glauben einfach mit ganzem Herzen, dass Jesus lebt für mich. Jesus kann in mir leben. Jesus kann mir helfen, von dem loszuwerden. Und dann sagen, weißt du, ich habe früher solche Worte benutzt, die jetzt nicht gut waren, aber seit ich an Jesus glaube, ist mir das so gekommen, ich darf diese Worte nicht mehr so sagen. Und dann sage ich das auch nicht. Und so komme ich dann
zu einem Punkt, wo ich jemand sage, weißt, und jetzt kann ich gerade so gut leben, wenn ich diese Worte gar nicht gebrauche. Und mir geht es deswegen gut, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich jemand auch etwas nicht so richtig sage. Oder auch, wenn jemand auch gelernt hat, ein Computerprogramm, das ihm weiterhilft, dann hilft man einem anderen, dass er auch mit dem umgehen kann und dann deswegen weiterkommt im Lernen oder in anderen Sachen. Ich wünsche deswegen heute auch an diesem schönen Tag, es nochmal sich zu Herzen nehmen, diesen Vers aus Lukas 6, Vers 40. Und da heißt es, ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer, im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Gott möchte euch segnen. Und heute, dass ihr auch diesen Gedanken weitersagt und versucht mehr zu lernen, dass ihr wirklich auch jemand helfen könnt, besser zu werden. Und wenn sie auf euch schauen, wie ihr seid, dann werdet ihr auch besser. Gott segne euch. Schönen Tag noch.